Man ärgert sich schon brutal. Also vor allem, weil ich der Meinung bin, dass jetzt gerade die Niederlage oder auch die Unentschieden davor nicht unbedingt nötig gewesen wären. Ja, wir hatten immer wieder eine Vielzahl an Chancen. Auch heute schon im Trainingsspiel, da war das auch so ein bisschen sinnbildlich. Da hatten wir auch die eine oder andere Chance. Am Ende verlierst du dann wieder, weil du die Dinger vorne nicht machst. Also bisher tatsächlich noch nicht von Niki, hört man natürlich ein bisschen was. Der kommt jetzt da rausgekrochen. Also, nee, eigentlich konzentriert man sich schon jetzt hier darauf, mit der Nationalmannschaft zu performen. Natürlich ist es so, dass man sich als Bayern-Spieler das wünscht, oben zu stehen. Für den neutralen Fan ist gerade natürlich die Bundesliga dadurch etwas interessanter. Gerade die Dortmunder haben wir jetzt auch ein paar dabei, die haben jetzt natürlich ihre Spiele ja, meistens gewonnen, stehen jetzt über uns. Trotzdem ist die Saison natürlich noch lang. Wir haben jetzt erstmal nicht die Chance, das mit dem Verein besser zu machen, sondern sind jetzt hier bei der Nationalmannschaft, wo wir natürlich eine andere Mannschaft haben, eine andere Ausgangssituation. Trotzdem hat man es natürlich im Hinterkopf und freut sich dann immer so ein bisschen aufs nächste Spiel, dass man das dann auch besser machen kann, auch wenn das jetzt nicht mit dem Verein ist.